Hallo, ich begrüße euch zu einem kleinen Erklärvideo, wie man herausfinden kann, in welche Richtung ein Lichtstrahl von einem Spiegel reflektiert wird. Das ist nebenbei gesagt auch noch eine nette kleine Übung zum Thema Winkel zeichnen und Winkel messen. Dazu brauchen wir ein Geodreieck und das drehen wir dann so, dass die lange Seite genau senkrecht zur Spiegelfläche steht und die Stelle 0, die ist genau in der Mitte, genau dort am Spiegel liegt, wo der Lichtstrahl auf die Fläche trifft. So. An dieser Stelle zeichnen wir die Linie ein, die senkrecht auf die Spiegelfläche steht. Man nennt sie Lot. Wenn Lichtstrahlen auf eine Fläche treffen, misst man die Winkel immer zum Lot. Das heißt, wir können hier am Geodreieck ablesen, der Winkel ist ungefähr 44 Grad. Doch halt, das Geodreieck hat ja noch eine zweite Winkelskala und auf dieser zweiten Winkelskala ist der Winkel 136 Grad. Aber welcher ist denn nun richtig? Um das zu beurteilen, muss ich mir überlegen, ob ich einen spitzen Winkel, der liegt zwischen 0 Grad und 90 Grad, oder einen stumpfen Winkel habe, der liegt zwischen 90 Grad und 180 Grad. Hier ist der Winkel eindeutig spitz, das heißt die 136 Grad sind falsch und die 44 Grad stimmen. Dann nehme ich das Geodreieck einfach mal weg und schreibe genau das auch hin. Da das Reflexionsgesetz Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel geht, muss also der reflektierte Lichtstrahl genau im gleichen Winkel in die andere Richtung wieder abgestrahlt werden. Dazu holen wir das Geodreieck wieder raus, drehen es nun in die andere Richtung, wieder mit der langen Seite senkrecht zur Spiegelfläche und die Stelle 0 genau an der Stelle, wo der Lichtstrahl auf die Spiegelfläche trifft. So, dann wird mit einem Punkt der Winkel 44 Grad markiert, wobei wir diesmal auf die innere Winkelskala gucken müssen. Fast fertig, jetzt müssen wir nur noch das Geodreieck wegnehmen und den Reflexionslichtstrahl einzeichnen. Tada! Ja, und das war's auch schon wieder an dieser Stelle von mir. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Tschüss.